Herzlich willkommen im Retrobeat-Spezial, der Retro-Dreikampf mit den Kanälen Retro Gaming Panda, Schroff gezockt und Perudor. In der ersten Woche hatten wir uns gemeinsam geprügelt mit dem Spiel Kung Fu Master. Der Kanal Retro Gaming Panda hat vorgelegt, Schroff gezockt, nachgelegt und ich war der Dritte im Bunde. In der zweiten Woche werden wir einen klassischen Shoot'em-up spielen. Ich werde vorlegen und die anderen beiden werden nachlegen. Ja, ich schaue mal, ob ich hier mich ein bisschen besser schlagen kann. Ich hoffe es. Ansonsten, es geht ja hier schließlich um den Spaß an der Freude. Drei ausgewählte Kanäle, drei ausgewählte Spiele auf dem Gameboy. Habt Spaß in der zweiten Woche mit Solar Striker. Wir haben abgemacht, dass wir alles auf Hard spielen. Leider zu meinem Leidwesen, weil ich bin nicht mehr so gut wie früher. Aber ich kann hier bei Select nichts einstellen, von daher starte ich einfach das Spiel und wir legen los mit Solar Striker. Wir haben zwei Schiffe. Wir müssen die gegnerischen Schiffe abschießen. Und ja, klassisches Game Design. Schöne Musik im Hintergrund, die macht Lust auf mehr. Grafisch minimalistisch im Hintergrund gehalten, finde ich ganz ausgezeichnet. Man sieht Planeten, Sterne, sehr schön gemacht. Jetzt kommen schon die verschiedenen Gegnertypen. Ich glaube, die können schießen. Ich habe es schon wirklich ganz, ganz lange nicht mehr gespielt. Das ist wahrscheinlich der Fehler. Aber wir haben gesagt, wir üben vorher nicht. Von daher habe ich es tatsächlich getan. Das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Jawohl. So. Boah, da kommt schon der nächste Gegnertyp. Hallo? Hallo? Ich bin noch nicht so weit. Ja, wie gesagt. Der hat noch geschossen, obwohl ich ihn schon abge... Egal. So, man kann maximal drei Schüsse, glaube ich, auf den Screen legen, bevor die dann nach oben kommen. Meine ich zumindest, es eben gezählt zu haben. Oh Gott, das ist ja viel zu schwer. Nimm es doch. Oh nein! Boah, Mann, diese... Das sind so viele Schüsse auf dem Spielfeld. Aber es kommt schon der nächste Gegnertyp. Boah, das wird hier langsam echt unübersichtlich. Ich glaube, da braucht es keinen Hard-Modus für. Das ist schon hart. Musik gefällt mir richtig gut. Also ich habe das gar nicht mehr so gut in Erinnerung. Also ich hatte das Spiel tatsächlich früher. Meistens so auf Nein, das gibt's nicht. Oh, verdammt. Ich hatte drei Schüsse. Boah, das hat ja hier was von Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ah, genau, auf Urlaubsfahrten. Es ist kurzweilig, es macht Spaß. Es lohnt sich immer mal wieder reinzuschnuppern. So, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Ich dachte, ich hätte jetzt drei Schüsse. Egal. Oh Mann, das ärgert mich jetzt. Egal. So, konzentrieren. Wieder viele Schüsse hier. Oh, es kommt wieder... Nein, ich habe ihn gesehen. Bitte. Oh nein. Aber nicht... Oh Gott, das werde ich nicht schaffen. Da bin ich... Ich bin jetzt mal ganz kurz ruhig. Ja, ich habe ohne... Ja. Das gibt's doch gar nicht. Schon wieder... Voll ab... Okay. Ja, Solar Striker. 28.000. Noch nicht mal den ersten Boss geschafft. Gut. 28.000 Punkte, das ist der Spielstand. Diese Punktezahl, die zählt. Ich starte noch einen zweiten Versuch. Der zählt natürlich nicht, aber ich finde, 3 Minuten ist ein bisschen zu kurz für das Video. Wie gesagt, 28.000 Punkte gilt es zu schlagen. Die Punkte lege ich vor. Ich bin gespannt, wie sich die beiden schlagen werden. Ich ärgere mich so. Oh Mann, ich hatte drei Schüsse. Weil den Boss, den hätte ich besiegt mit drei Schüssen, definitiv. Aber gut, ist halt so. Ja, wie gesagt, gerne mitgenommen auf Urlaubsfahrten. Kurzweiliger Spaß. Und ja, schön animiert. Das hätte man vorher abschießen müssen, ich weiß. Ach, Gott, egal. So, weg mit dir.
Was mir auch gut gefällt, sind tatsächlich die verschiedenen Gegnertypen. Die regieren noch alle anders. Ihr habt gesehen, eben diese Motten oder was immer das sein sollte, die können sich auch ganz gerne mal links und rechts bewegen. Ich finde die ersten Gegnertypen eigentlich ganz schön. Diese 8, die rotieren so schön. Also, mir gefällt das ganz gut. Es ist sehr einfach, ganz klar. Aber hey, komm, ist egal. Ja, Topscore, 28.000 Punkte. Das gilt es zu schlagen. Ich bedanke mich fürs Zusehen in der zweiten Woche und ich bin gespannt, wie sich meine Kontrahenten schlagen werden. Und dann sehen wir uns in der dritten Woche spätestens wieder beim Retro-Beat-Spezial, der Retro-Dreikampf. Dankeschön fürs Zugucken und leider noch 28.000 Punkte. Mal gucken. Naja, ich glaube schon, dass meine beiden Kollegen den ersten Boss-Gegner schlagen werden. Dankeschön nochmals. Bis dann, euer Perudor. Thank you.